aber ich dachte, kann man da nicht so machen. Aber einpflanzen kann. Wieso, bist du so eitel oder was? Ja, ich guck mal da an. Und damit einen guten Morgen und herzlich willkommen im Keller von Tommy. Der Fahrradsalon. Der Fahrradsalon in diesem Jahr. Ein wenig ein Start mit Hindernissen, weil kein Material, nichts zu löde. Was soll man machen? So. Ja, aber da kann man nichts machen. Da kann man nur machen, was man machen kann. Und der Rest muss eben warten. Und hier haben wir wieder ein schönes Rad zu machen. Bei dem Rad muss der Steuersatz getauscht werden hier. Und das machen wir jetzt mal eben. Und da seid ihr mit dabei. Steuersatz tauschen bei einem 1 Zoll Schraubsteuersatz. Wie geht das? Wie mache ich das? Wie macht Tommy das? Na, kommt mal mit. Also, Problem ist folgendes. Steuersatz defekt. Ganz eindeutig, nichts zweideutig, ganz eindeutig Steuersatz defekt. Wie beheben wir dieses Problem? Das heißt, hier drin sind die Kugeln kaputt oder ein paar schon gar nicht mehr vorhanden. Es ist gefährlich beim Lenken, wenn man dann eine Kurve fährt, sagen wir mal, und man will da wieder geradeaus lenken, kann man es auch immer nicht mehr blockiert. Es kann total blockieren oder kann eben so wie hier. Deutet sich das an. Dieser Steuersatz muss getauscht werden. Wir nehmen dafür auch ein ganz günstiges Modell. Ja, einfach so einen einfachen 1 Zoll Steuersatz. Am Vorbau hier oben, diese Kappe lösen wir. Wie baut man den Vorbau aus? Wie verstelle ich die Höhe meines Lenkers sozusagen? Wie löse ich den Vorbau? Die Kappe, wie gesagt, nehmen wir hier ab. Hier oben drauf ist eine Gummikappe bei manchen Vorbauten. Das ist ein Schaftvorbau. 1 Zoll in dem Fall. Dann gehe ich hier oben mit einem 6 mm, vorzugsweise 6 mm Inbus in den Sechskant. Ist das. Gehe ich hier rein. Das ist schon arg rostig. Also wirklich. Löse den Konus hier oben. Hier unten löst man nichts, nur hier oben. Und dann um diesen Konus, der sich hier unten ja ein Keilkonus heißt, der
verkeilt sich ja quasi hier im Gabelschaft, der hier unten drin steckt. Um den zu lösen, muss ich hier oben mit einem Hämmerchen draufhauen. Hoffen wir mal, dass das hier funktioniert, weil das ist wirklich ein Paradebeispiel für rostiges, altes Fahrrad, also was schon lange im Regen steht. Oh ja, hört man, jetzt klappert er da unten, aber fällt nicht runter. Deswegen nicht ganz rausschrauben, sondern nur anlösen. Und dann können wir den Lenker verstellen, für den Transport querstellen, falls man verreisen will. Transport quer, hoch oder runter. Jetzt in dem Fall nehme ich das Rad aus dem Ständer, aus dem Montageständer, weil es mir einfacher ist, das am Boden zu machen. Stell es hin, nehme das Vorderrad hier zwischen die Beine und da ist er, hoppala. Frisch gefettet, den habe ich mal eingebaut, anscheinend. Der ist gar nicht so durch, wie der Rest aussieht. Das ist frisches Fett, das ist gut. Ja, wie gesagt, vor anderthalb, zwei Jahren oder so ist das verkauft worden. Das Rad, und jetzt hat das Lager, war halt ein gebrauchtes Lager noch drin, hat halt einen Geist auf jeden. Hat aber auch wahnsinnig geschüttet die letzten Wochen und wurde ja wahrscheinlich unterdessen nie nachgefettet, nochmal nachgedrückt. Die Lager sind relativ offen, die haben keine Dichtung, da spült es schnell mal mit Wasser aus. Und bei Rädern, die dann sehr lange stehen und wenn sie dann einmal gefahren werden, das erste Mal, und die Kugel sich ein bisschen angerostet hat, querstellt, wegknackt, ist das ja schon erledigt. Da sieht das dann so aus. So, hier. So baut man den Vorbau, den Schaftvorbau aus, beziehungsweise so kann man jetzt den Lenker natürlich auch in der Höhe verstellen, einfach und dann wieder festschrauben. So. Nur als kleiner Tipp. Viele wissen ja gar nicht, wie man den Schaftvorbau löst. Es passiert immer noch häufig, dass die Leute kommen und sagen, ich kann meinen Lenker in der Höhe nicht verstellen, ich habe hier unten alles abgeschraubt und hier ist alles locker und so. Und der bewegt sich gar nicht. Ich sage, naja, das hat damit gar nichts zu tun, weil das ist der Steuersatz, der hält die Gabel im Rahmen. Ganz wichtiger Unterschied. Hiermit bleibt die Gabel im Rahmen. Mit der Schraube, die hier unten drin steckt im Vorbau, bleibt der Vorbau in der Gabel. An Ort und Stelle, idealerweise. Jetzt nehmen wir hier einen 32er Schlüssel. Und öffnen. Verkaufen Sie Reifen, verkaufen Sie Reifen. Ja, ja, das hätte ich ja sehr gerne. Aber leider gibt es keine mehr. So, das hört sich katastrophal an. Also, wie gesagt, jetzt haben wir den Konter abgeschraubt. Wir haben die Unterlagscheibe, darunter ist eine Unterlagscheibe unter dem Konter. Ich zeig's nochmal. Das ist die Kontermutter. Das ist die Unterlagscheibe mit einer Nase dran, die in eine Nut kommt, die sich hier hinten an der Gabel befindet. Abgeschraubt. Und jetzt entlasten wir ein bisschen und schrauben den Steuersatz auf. Der ist total zermahlen, der ist durch. Passt auf, wenn es so zermahlen ist und ihr hier dran dreht mit den Fingern, dass er euch nicht das alte Kugellager in die Finger rammt beim Drehen. Sich das jetzt abspannt schon. Das untere Lager ist wie immer gut, das obere Lager ist hinfällig. Hey. Ja. Ich hab dir das Fahrrad oben hingestellt. Ja. Ich komm mal hinter. Der vordere Reifen ist halt leider platt. Ja. Da haben sie wohl ein paar Kugeln quergestellt hier. Also wenn ich euch mal das Lager zeigen darf.
Das ist noch über vom oberen Lagerring. Sicherlich könnte man jetzt aus absoluten Sparmaßnahmen auch nur einen oberen Lagerring einsetzen, aber schaut euch einfach mal die Lagerschale an. Die ist natürlich dementsprechend, ist ja auch eingelaufen und das hat man vielleicht gemacht, wenn man ja nichts mehr hatte, also wenn man wirklich nur die Lagerringe da hat, aber eben in der heutigen Zeit, es ist ja alle da, ne? Noch Lagerring, also die billigen Lager gibt's. Und dann braucht man das einfach mal komplett neu ein. Na, hier unten fallen sie auch schon raus. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn dann die Kugeln anfangen rauszufallen, ja. Da ist er. Einmal neu. Die Sache ist, die Lager sind ungefettet. Bitte so nicht einbauen. Man sollte vorher ein bisschen Fett aufs Lager machen, auf den Lagerring. So, jetzt schlagen wir erstmal die alten Lagerschalen aus. Dazu brauchen wir einen Ausschläger. Hier rein, so ein Spreizeisen ist das, ja, und das drückt dann von innen gegen die Lagerschale und so kann man die prima ausschlagen. Dann Pause. Ist oben im blauen Rad. Aber ich würde dich mitnehmen wollen im blauen Rad. Herzlichen Glückwunsch. Heute ist dein Tag. So. Wir machen weiter, bloß wo machen wir weiter? Ich will jetzt nicht die Haare mehr. Lagerschale. Obere Lagerschale. Untere Lagerschale. Die beiden Lagerschalen werden jetzt eingepresst. Vorher wischt man einmal durch. Also das ist jetzt. Hallo, kommen gleich. Bin gleich da. Einmal durchwischen. So. So, na toll, na super, ganz super. Ja, heute haben wir hier 2 Stunden aufgenommen und ich brauche hier mehr Zeit zum Quatschen. Pflege, Kontaktpflege machen. Der Wolfgang ist draußen. Dem rede ich ein bisschen, halt ein bisschen den Quatsch gerade. Der braucht ja auch seine Streicheleinheiten. Jetzt hat er das nächste Opfer am Wickel. Kann er dem ein bisschen was erzählen. Und ich habe ein bisschen Freiheit und presse jetzt, oh Herrgott, presse jetzt wenigstens mal die Lager hier ein. Und dann ist auch schon wieder Pause. Beziehungsweise die Lagerschalen. Nicht die Lager, die Lagerschalen. Also ein bisschen ausgewischt habe ich. Zack, Lagerschale ruf. Und rein. Lagerschale ruf hier und drauf. Was für ein hübsches Werkzeug es ist. Und einmal bitte einpressen. Nicht übertreiben. So, wenigstens die Lagerschalen eingepresst, dann mache ich ein bisschen. Dann kommt der nächste.
Wolfgang hat keine eine Chance zu entkommen. So, jetzt brauche ich nur noch eine Fettpackung. Mach ich gleich noch ein bisschen Fett hier überall rein. Her hier. Das ist Frankie, das hört man da schon. Super. Oh, ja. Was ist denn los hier? Der Wolfgang hat ein Organ, ey. Der ist was laut. So, Fett haben wir. Lagersitz. Das obere Lager setze ich ein und gehe dann nochmal mit dem Pinsel drüber hier oder hier. Den ganzen überschüssigen Fett, das wird hier alles gut ins Lager verteilt. Ne? Untere Lagerin und auch hier überschüssiges Fett ins Lager. Schubsti, wupsti. Na gut, das hält. Jetzt nehmen wir es einfach. Also ist der letzte Versuch bei dem Rad hier offensichtlich, weil wie gesagt, wenn das hier mit den Zack. So. Gabel rein. Oh Mensch. Bis später. Wolfgang, bis später. Perfekt. Perfekt. Nasenscheibe. Und den Abschluss. Konterring. Schlüssel und fest. Richtig gekontert wird denn, wenn wir jetzt den Vorbaulenker, die beiden Sachen drin haben. Ein bisschen Fett habe ich vorher auch in den Gabel, in die Gabelschaft reingemacht. Ne? Damit hier wieder ein bisschen neues Fett dran kommt. Sieht man oder kommt jetzt schon raus hier. Ungefähr gleiche Höhe.
ungefähr fest. Richtig fest. Verlegen.